Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit zwei Dingen, die unterschiedlich klingen, aber letztendlich nämlich das Gleiche sind. Nämlich auf der einen Seite Shortputs und auf der anderen Seite Covered Calls. Es geht also um Aktienoptionen. Und wir schauen uns mal heute an, wo ist denn eigentlich das Risiko größer? Ist das Risiko größer bei den Shortputs oder ist das Risiko größer beim Covered Call? Call Short Puts. Ne? Diese Diskussion gibt es immer wieder. Was ist denn das risikoreichere Investment? Was ist das konservative? Ganz häufig höre ich ja, dass sehr viele konservativ eingestellte Anleger sagen, naja, also ich mache nur Covered Calls, weil das ist ja so eine konservative Strategie. Short Puts, das ist quasi das Teufelszeug. Und wir schauen uns heute mal an, wo denn wirklich das Risiko größer ist. Denn ich habe es schon im Vorspann gesagt, an sich ist das nämlich das Gleiche, was zumindest das Risikoprofil anschaut. Ihr kennt hier diese P&L-Diagramme, Profit-Loss-Diagramme. Und wir schauen uns mal an, wie ist denn das hier beim Covered Call Writing, also bei einem CCW, Covered Call Writing. Wie sieht da das Risikoprofil aus? Du hast eine Aktie, so, die kaufst du zu einem bestimmten Punkt. Wenn es nach oben geht, machst du Gewinn und wenn es nach unten geht, dann machst du Verlust. Maximaler Verlust ist, wenn das Ding auf Null knallt. Und weil du oben noch einen Call verkaufst, hast du dann letztendlich hier dieses Profil. Ne? Also du hast hier einen Gewinn, der auf einem bestimmten Maximum abgeschlossen ist, nämlich da, wo dann der verkaufte Call einsetzt. Und da unten hast du das Risiko, dass das Ding bis auf Null fällt. So, wie schaut es jetzt aus beim Short Put? Beim Short Put, na, wie ist es da? Du bekommst eine Prämie, wenn allerdings der Preis der Aktie unter deinen Strike fällt, also heißt, hier ist irgendwie der Aktienpreis und jetzt verkaufst du da unten irgendwo eine Prämie und wenn jetzt der Preis der Aktie unter diesen Strike fällt, naja, dann kommst du ins Minus und zwar im Extremfall ja auch, bis das Ding auf Null runterfällt, die Aktie, dann hättest du nämlich auch den Maximalverlust erreicht. So, und wenn wir uns das anschauen, aber ich bin hier nicht so der ganz große Künstler, aber dann sieht das schon hier relativ gleich aus. Ne? Nach oben maximaler Gewinn und nach unten maximaler Verlust, der bei Null der Aktie endet. So, und jetzt schauen wir uns mal an, das an einem konkreten Beispiel. Und da habe ich euch auch ein paar Charts vorbereitet, damit wir das einfach mal ein bisschen vergleichen können. Ich habe jetzt einfach eine Aktie genommen, die sich in einem Aufwärtstrend befindet, wo man also sagt, okay, da würde es Sinn machen, sowohl hier Covered Calls zu machen, als auch hier Short Puts zu machen. Ne? Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Also, wir fangen mal an. Ach so, die Aktie ist Adobe. Ne? Adobe Tech-Aktie läuft jetzt jedenfalls bis gestern ganz hervorragend. Und jetzt schauen wir uns die Aktie mal an. Und zwar, wir fangen mal an mit dem Covered Call. Ihr seht hier mal im ersten Bild, wie sich das darstellen würde. Nämlich, und zusätzlich kann ich uns die Zahlen hier auch nochmal am Flipchart ein wenig aufschreiben, dass wir das einfach ein wenig sehen. Und zwar, wenn wir also die Aktie hat gestern roundabout $137 gekostet. Das heißt, für einen Covered Call müssen wir als erstes diese Aktie kaufen. 100 mal die $137, das heißt, wir geben aus $13.700. So, und jetzt habe ich noch einen Call dazu genommen, und zwar, ich habe jetzt ganz einfach den genommen, der als nächstes oben drüber liegt, damit wir ein bisschen eine Vergleichbarkeit haben. Ne? Beim Put habe ich dann den nächsten genommen, der unten drunter liegt, und vom Strike her. Und ich habe jetzt hier also den 140er Call genommen, bringt mir $3.80 ein. Das sind $380 dann insgesamt, $3.80 pro Stück, mal 100 sind $380. So, und was ist jetzt das maximale Risiko? Wir haben schon gesehen, das maximale Risiko ist, du kaufst die Aktie fällt auf Null. Wie realistisch das ist, spielt keine Rolle. Wir wollen ja hier eine Betrachtung des Risikos machen. Die Aktie fällt auf Null. Was wird passieren? Der Call, die $380, der wird wertlos verfallen. Das heißt, die Prämie kannst du behalten. Du verlierst also 13.700, hast 380 dazu bekommen, heißt insgesamt dein maximales Risiko beim Covered Call liegt bei $13.320 CCW. So,
Wie schaut es jetzt bei einem Short Put aus? Ich muss das hier mal ein bisschen schön schreiben. So, 13.320 Dollar maximales Verlustrisiko. Wie schaut das jetzt hier beim Short Put aus? Beim Short Put würdest du ja die Aktie nicht kaufen müssen, sondern du verkaufst einen Put, der unterhalb, so ist es zumindest beim klassischen Short Put verkaufen, der unterhalb des Preises liegt. Und ich habe es einfach auch, damit wir eine gewisse Vergleichbarkeit haben, gesagt, okay, du nimmst den nächsten. Einfach den, der unten drunter liegt. Das heißt, wir könnten hier sogar sagen, das ist hier CSB Cash Secured Put. Ne? Und wie schaut es da aus? Also, wenn wir sagen, wir verkaufen einen 135er Put, da bekommen wir aktuell 650 Dollar dafür. So. Jetzt fällt die Aktie angenommen von aktuell 137 unter 100 oder sagen wir wieder auf 0, gleiches Risiko. Okay, was müssten wir dann machen? Dann müssten wir bei 135 die Aktie kaufen. Das heißt, wir geben hier 13.500 Dollar aus. Das Ganze geht auf 0. Also ist das hier unser Verlust, 13.500. Und davon können wir hier diese 650 abziehen. Also kommen wir auf 12.850 Dollar maximaler Verlust. So, und wenn wir das vergleichen, 13.320 Dollar maximaler Verlust im Covered Call heraus oder beziehungsweise durch die Aktie, der Call selbst hat null Risiko, 13.320 Dollar Verlust, beim Cash Secured Put oder beim Short Put, ist es egal, was wird hier sein, die Prämie auch hier vom Put können wir wieder behalten. Aber wir wären natürlich tief im Geld, müssten die Aktien bei 135 kaufen, das ist unsere Verpflichtung. Und wenn die eben auf 0 sind, machen wir insgesamt dann hier 12.850 Verlust. Das heißt, der Sieger ist, bing bing, der Short Put. Also, der Short Put wäre in dieser Betrachtung die Strategie mit weniger Maximalrisiko. Ne? Und jetzt gibt es natürlich viele Argumente, die jetzt an der Stelle kommen würden. Ne? Zum Beispiel können wir sagen, naja, okay, man kann ja die Aktie verkaufen, wenn die nach unten geht. Stimmt. Man könnte aber genauso den Put wegrollen. Gänge genauso. Ja? So, dann können wir sagen, ja, okay, aber wenn die Aktie jetzt nach oben steigt, könnte man ja hier mehr verdienen. Stimmt. Es ging aber hier ums Risiko und nicht um den Gewinn. Ja? So, dann kann man sagen, okay, aber bei der Aktie bekomme ich ja die Dividende. Das stimmt, aber man hat natürlich auch die Gefahr, dass sie noch oben weggecallt wird, ne? Dass die auf 141 geht, dann ist sie weg. Das heißt, wir sehen, also wir würden jetzt für beide Seiten Argumente finden, dass wir sagen, okay, das ist besser, das ist besser. Was ich eigentlich in diesem Video zeigen möchte, ist Folgendes, dass es an sich gar keinen großen Unterschied gibt zwischen einem Covered Call und einem Short Put, was das maximale Risiko betrifft. Das heißt, diese Argumentation, der Short Put ist doch so risikoreich. Ne? Die ganzen Verrückten, die immer Naked Short Puts schreiben, wenn da mal was passiert am Markt, was ist denn, wenn die Aktie mal über Nacht 20% einbricht? Naja, das Risiko hast du genauso, wenn du einen Covered Call gemacht hast. Weil was ist denn da, wenn die Aktie 20% einbricht? Ne? Dann ob jetzt nun der Put sehr stark im Minus ist oder ob die Aktie sehr stark im Minus ist, das Minus bleibt letztendlich das Gleiche. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und oder nur einen wirklich minimalen, den man, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt, stellt euch vor, ihr habt einen Verlust gemacht in eurem Konto von 13.320 und der andere sagt, hey, ich habe nur einen Verlust gemacht von 12.850, hurra, ich bin der Gewinner. Macht das wirklich was aus? Ne? Also ich glaube, das macht dann kein allzu großen Unterschied mehr aus. Ihr seht aber, dass eben diese Schwarz-Weiß-Argumentation, das ist besser als das. Und Short Puts sind ja so riskant und Covered Calls sind so konservativ. Und deswegen kann man die machen. Dass das natürlich eine falsche Diskussion ist. Ne? Es ist eine Diskussion, die nicht bis zum Ende oder die Argumente sind nicht bis zum Ende durchdacht. Und hier muss man ganz einfach entscheiden, was ist denn für dich persönlich das bessere oder die bessere Strategie für dein persönliches Trading. Ich zum Beispiel bin hier eher ein Fan von Short Puts.
Ne? Gerade auch im Langfristdepot, Cash-Secured-Puts mache ich sehr, sehr gerne, schreibe ich sehr, sehr viele. Und klar, dann passiert es auch mal, dass eine Aktie runtergeht, eingebucht wird und so. Ist halt so. Covered Calls mache ich auch gelegentlich. Also das heißt, ich nutze beides. Wenn ich es aber jetzt prozentual mir mal anschauen würde, dann würde ich sagen, 90% das, 10% maximal das. Es sei denn, die Börsen kippen, dann mache ich ein bisschen mehr als das hier. So, aber ihr müsst einfach, bevor ihr euch von irgendwelchen Kommentaren oder weil irgendjemand schreibt, das ist besser oder das ist besser, solltet ihr immer hingehen und solltet sagen, okay, jetzt rechne ich mir das mal wirklich aus. Wo ist denn welches Risiko wirklich vorhanden? Was ist mir persönlich denn das Ganze oder was macht mir denn das Ganze persönlich sympathischer? Wo fühle ich mich flexibler? Was sind meine langfristigen Ziele? Also jemand, der zum Beispiel sagt, er möchte, nehmen wir mal das Beispiel Adobe, er hält das für eine tolle Aktie, ist natürlich auch eine tolle Firma und ich möchte die langfristig halten, naja, wird er denn unbedingt hier so ein so ein 140er Call machen? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Und auf der anderen Seite wird jemand, der sagt, er wartet auf einen großen Einbruch, wird der einen 135er Put machen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr seht, kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern wirklich ein bisschen in die Strategien reingehen, mitdenken, überlegen und dann sich eine eigene Meinung bilden und dann sagen, okay, das ist die richtige Strategie für mich. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare, Meinungen, Anregungen. Dafür ist die Kommentarfunktion hier unten da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne, falls ihr das noch nicht getan habt. So heißt es richtig. Also, in diesem Sinne, euch eine schöne Zeit, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.